Hi, ich bin Dave, Gründer der Home Gym Community und heute geht es darum, wie du in dein Rack eine Multipresse einbauen kannst. Ja, lass dich überraschen und viel Spaß dabei. Im Home Gym gibt es ja immer sozusagen eigentlich ein Grundprinzip, dass man versucht, auf möglichst wenig Raum, auch meistens auf möglichst wenig Budget, so viele Übungen wie möglich machen zu können. Wer so ein Rack hat, also auch ein Vierpfosten-Design wie ich hier, der hat natürlich mit einer Langhantel und auch mit einer verstellbaren Bank erstmal schon ein ganz großes Repertoire an Übungen, die möglich sind. Die meisten von euch kennen allerdings auch das Ding, was ich hier in der Mitte habe, eine Multipresse aus dem Fitnessstudio. Und das ermöglicht natürlich nochmal ein bisschen mehr geführte Übungen, bietet auch eine hohe Sicherheit und hat nochmal ein paar andere Übungsmöglichkeiten, die man vielleicht mit der Langhantel nicht so wahrnehmen kann oder möchte. Und das Problem ist sehr häufig, dass es die entweder nur gebraucht in so riesigen Einzelgeräten gibt und meistens ehrlicherweise auch recht teuer. Dann gibt es einige Hersteller, die das fürs Home Gym anbieten, aber wirklich nur Uni als Multipresse und ohne weitere Erweiterbarkeit. Oder das Ganze kommt in so einem riesigen Gerät mit Latzug, mit irgendwie Kabelzug dran und dann ist das riesig raumfüllend und ist auch ehrlicherweise super teuer. Und es gibt es ganz selten als Möglichkeit, das Ganze als Erweiterung für sein eigenes Rack zu nutzen. Deswegen habe ich mir überlegt, was mache ich denn damit? Ich habe natürlich recherchiert, gibt es irgendwie sowas auch von anderen Herstellern, um das halt hier einzubauen, vielleicht zu adaptieren. Bei Holdstrong zum Beispiel, die bieten das für ihre eigenen Racks an. Preis allerdings auf Anfrage, das hat mich schon von der Anfrage etwas abgeschreckt. Und dann habe ich mitbekommen, dass der Sebastian aus unserer Gruppe sich schon selber eine Multipresse gebaut hat und habe ihn einfach gefragt, ob er mir dabei behilflich sein kann. Hat dann später zusammen auch mit dem Frederik, der dasselbe auch gemacht hat, nochmal so ein bisschen rumgetüftet, wie das bei meinem Rack sein müsste. Und hier steht das Ergebnis heute und es funktioniert. Und deswegen würde ich euch gerne einmal Schritt für Schritt zeigen, was ihr denn braucht oder was du brauchst, um eine Multipresse im Rack nachzubauen. Wir fangen mal an der Seite an. Als erstes braucht ihr Führungswellen. Also das sind Edelstahlwellen in meinem Fall. Ich verlinke euch auch übrigens alle Artikel. Erstens in diesem Beschreibung bei YouTube und zweitens liste ich sie euch auch am Ende nochmal auf, damit ihr nochmal einen Überblick habt, was das alles kostet und so weiter. Also das sind Edelstahlwellen, in dem Fall 30 mm, an die man hier eine lineare Lineallager rangemacht hat, die miteinander verschraubt sind. Das sind zwei Lineallager, eine eben für die Führungswellen, dann rechts und links, und eine, um die Langhantel mit aufzunehmen. Drumherum gibt es noch einmal hier ein Axiallager und auf der anderen Seite auch ein Axiallager und dazu nochmal zwei Feststellringe, die dazu dienen, dass wir die Langhantel wirklich an Ort und Stelle fixieren und sie halt aufgrund der Lager nicht nach rechts und links abweichen können und trotzdem drehbar sind. Man braucht also halt was, um es hoch und runter fahren zu können und um die Langhantel einklappen zu können. Stichwort Langhantel, die ich hier habe, ist die 30 mm von SQMice. Da haben die auch nur eine im Angebot. Und die ist so modifiziert, dass die Abstandshalter, da gibt es halt auch wie so eine Stellringe hier im Prinzip, die rangeschweißt waren, dass wir die abgeflext haben, einfach eingeschnitten und dann mit dem Hammer abgehauen und so ein bisschen nachgeschliffen, damit man die halt hier entsprechend durch diese Lager durchbekommt. Man könnte jetzt auch einfach sich Wellenstahl holen und den durchschieben. Das wäre präziser, hätte allerdings im Innenteil keine Rändelung. Also wer darauf verzichten kann auf eine Rändelung, kann das auch so machen. Für mich persönlich war das jetzt hier kostentechnisch und auch von der Rändelung die effizienteste Methode, einfach die Langhantel von SQMice ein bisschen zu missbrauchen, ehrlicherweise. Ist aber auch mit roundabout 60 Euro gar nicht mal so teuer. Und mit Home Gym spart ihr bei SQMice noch 7%, also gehen noch mal ein paar Euro runter. Zu guter Letzt habe ich hier übrigens noch einen 30 mm auf 50 mm Adapter drauf gemacht und was ich dann als letztes mache, ist, dass ich hier so eine Klemmen als Schutz hinmache, bevor ich dann die Scheiben aufmache, dass die jetzt gar nicht hier irgendwo gegen donnern können oder ähnliches. Das ist ja auch ein Artikel, den man für ein paar Euro bekommen kann und mit dem man dann das ganze Konstrukt schützt. Dann gibt es noch zwei Komponenten, die ihr braucht, die ihr im Innenraum seht. Das eine sind natürlich die Haken zum Einhaken. Das sind in meinem Fall einfach M20-Schrauben, die lang genug sind. Und dann sind hier Adapterhülsen. Ich muss mal gucken, welche sich so ein bisschen lösen lässt.
hier natürlich keiner. Das sind einfach Adapterhülsen drauf gemacht, die das Ganze schön abschließen und damit man nicht so diese Schraubenoptik hat. Ich glaube, hier drüben war eine, die so ein bisschen loser, genau, die war so ein bisschen loser. Da seht ihr das Ganze schon, ne? Also hier sind einfache Schrauben wirklich drunter, Unterlegscheibe und dann sind das Ganze so eine Adapterhülsen, damit es auch wirklich aussieht wie so eine Multipresse im Studio. Ich drehe das mal wieder einmal rauf hier. So, genau. Das reicht auch vom Festheitsgrad. Und zu guter Letzt gibt es dann hier noch diese, ich nenne sie immer liebevoll Krallen. Die hat Sebastian mir netterweise gemacht, um hier natürlich entsprechend die Langhantel einzuhängen. Was fehlt noch? Es fehlen noch die Aufnahmen. Da gehen wir einmal nach unten. Dasselbe gibt es dann viermal in Summe. Einmal gibt es hier so ein L-Winkel, mit dem ihr das Gerät an euer Rack befestigen könnt. Das könnte je nach Rack auch anders aussehen. Na, das müsst ihr euch überlegen, wie das bei euch Sinn macht. Und hier noch ein Flansch, in dem man entsprechend die 30 mm Welle aufnimmt. Genau, das ist im Prinzip schon die ganze Kunst. Dann wird das Ganze zusammengeschraubt. Vorher müsst ihr euch natürlich ausmessen, wie lang hier so eine Edelstahlwelle sein muss, weil ja, die Dinger kosten natürlich pro Zentimeter durchaus Geld. Von daher würde ich auch einmal vorschlagen, messt das einmal aus. Was kriegt ihr da sozusagen hin? Ich habe es wirklich maximal hoch und maximal tief gemacht, damit man hier also den höchsten Bewegungsablauf machen kann und ich vor allem zum Beispiel sagen kann, ich stelle die so nach oben, dass wenn wir hier in unserem Gym langlaufen, dass wir nirgends gegen die Langhantel donnern. Das war mir persönlich wichtig. Genauso das war mir wichtig, dass ich mit der wirklich auch ganz nach unten gehen kann. Für beispielsweise Kreuzheben. Ja, Kreuzheben im Rack. Da kannst du ja halt hier auch ganz maximal in die Dünne gehen. Das war sozusagen so ein Designprinzip, das ich angewendet habe, was man für sich auch noch nehmen kann. Was ich hier noch nutze, um die Sicherheit zu erhöhen, wenn man wirklich auf maximale Lasten geht oder halt eben ans Versagen trainieren möchte, ist für mich jetzt hier so eine Bandpacks von ATX. Die sind nämlich Edelstahl und sehen auch aus wie Vollmaterial. Das heißt also, die schiebe ich hier einfach durch und dann habe ich automatisch, wenn ich irgendwann nicht mehr kann, die Möglichkeit, das Ganze einfach abzulegen und dementsprechend nicht darunter begraben zu werden. Würde das natürlich hier an der Seite genauso machen, ganz klar. Sollte man immer an beiden Seiten machen. Und ja, dann ist das ganze Gerät eigentlich schon fertig. Wie gesagt, ich würde euch einmal einblenden, was das Ganze so gekostet hat in Summe. Es ist natürlich mit ein bisschen Aufwand verbunden. Das heißt also, die L-Elemente beispielsweise, die man da unten brauchte und das Zusammenschrauben, da haben Sebastian und Frederik mir netterweise mitgeholfen. Da müsstet ihr dann natürlich mal gucken, habt ihr vielleicht einen Freund, der Schlosser ist? Habt ihr jemanden bei euch in der Nähe, der das machen kann? Oder fragt ihr jemanden aus der Community, der euch sowas anpassen kann? Das ist ja alles möglich. Von daher so ganz genau auf den Euro genau, schlagt mich bitte nicht. Aber man hat eine Größenordnung, was kostet mich denn so eine Multipresse im Rack? Für die von euch, die jetzt nicht zufällig ein 8-Pfosten-Rack von Strong Gains hier stehen haben, ich mache den mal wieder ein bisschen runter, die können sich natürlich auch überlegen, ob man beispielsweise diese Multipresse Force-Rack macht. Ich wollte das jetzt nicht machen, weil ich gerne mit den Jammer-Armen trainiere und ich nicht irgendwie das Risiko eingehen wollte, dass ich das nicht nutzen kann. Meine Frau zeigt das hier netterweise auch gleich mit dem Video. Deswegen gibt es das hier einzeln bei mir. Ich werde hier auch irgendwann noch ein Trolley-System für die Jammer-Arme haben, dass die halt hoch und runter gefahren werden können. Und deswegen habe ich einen einzelnen Pfosten wirklich nur für die Multipresse verwendet. Wenn ihr aber zum Beispiel sagt, so eine Jammer-Arme nutze ich nie, brauche ich nicht, dann kann man so eine Konstruktion natürlich auch vor das Rack packen und kommt auch auf einen sehr geringen Raum. Man muss sich dann halt nur vielleicht Gedanken machen, wie man das hier mit den Dornen reguliert, dass das dann nicht mit den J-Cups im Weg ist. Ja, aber eine Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen, wenn das jetzt hier meine vier Pfosten wären, dann nutze ich nur das vordere Rack für die Multipresse und im hinteren Rack würde ich dann zum Beispiel meine J-Cups anbringen für Bankdrücken, Kniebeugen und so weiter und hätte damit auch auf maximal kleinem Raum wirklich einen sehr hohen Trainingsoutput generiert.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat dir vielleicht so eine Inspiration gegeben, wie man so eine Multipresse realisieren kann. Ich bin super zufrieden, also auch von der Leichtgängigkeit und vom Lauf. Das klappt prima, das ist so, wie ich das im Studio in Erinnerung habe. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Vielen Dank meinerseits nochmal an Sebastian und an Frederik, die hier wirklich tatkräftig unterstützt haben mit ganz viel Know-how und auch Sebastian mit Schweiß beim Montieren. Wer mich persönlich unterstützen möchte, kann das gerne tun mit einem Einkauf bei unseren bekannten Home-Gym-Partnern, also einmal Strong Gains, die das Rack hier zum Beispiel zur Verfügung gestellt haben, oder auch bei SQMice, wo ich die Langhantel her habe, beziehungsweise bei ESN und Fitmart. Überall mit dem Code HOMEGYM gibt es den besten Rabatt. Das heißt 6% bei Strong Gains, 7% bei SQMice und immer den besten Wochendeal bei ESN. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Fragen gerne in die Kommentare bzw. in die Home Gym Community. Und ich wünsche euch viel Spaß mit den nächsten Videos.